Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute meine 10 Tipps, wie ihr eure Vespa GTS optimieren könnt. Hier mein Tipp Nummer 1. Das erste, was ich bei jeder GTS bei mir mache, ist das Fahrwerk austauschen. Denn das Originale ist jetzt von der Qualität nicht so, dass ich davon begeistert bin, von den Fahrqualitäten. Und in der Regel halten die Stoßdämpfer auch nicht sehr lange. Ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht. Von daher das erste, um das Fahrverhalten zu verbessern, neue Stoßdämpfer auf jeden Fall vorne. Hinten kann man noch ein bisschen warten, aber vorne den tausche ich als allererstes. Ich habe hier einen von BGM drin und das verbessert das Fahrverhalten extrem. Bei dem neuen Modell, bei dem 23er, ist es jetzt schon besser geworden durch diese zusätzliche Verstrebung. Vorteil des BGM-Stoßdämpfers ist natürlich, er ist einstellbar. Druckstufe, Zugstufe, Innerfedervorspannung, das kann der Originale nicht. Der ist gar nicht einstellbar. Von daher hat man hier auch die Möglichkeit, den Stoßdämpfer an die eigene Fahrweise anzupassen und auch ans Gewicht. Also das ist meine Empfehlung. Auf jeden Fall vorne einen neuen Stoßdämpfer rein. Für Tipp Nummer 2 bleibe ich gleich hier vorne. Und zwar geht es hier jetzt um die Bremsen. Das ist in der Regel das nächste, was ich austausche. Die Bremsen bei dem Modell vor 2023 sind meiner Meinung nach nicht die besten. Also man kommt zum Stehen, aber man muss schon mit einplanen, dass der Bremsweg ein bisschen länger ist. Von daher, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und auch dynamischer fahren zu können, wechsle ich immer die Bremsen aus. Ich habe jetzt hier Porconero-Bremsen vorne wie auch hinten. Und das wäre so meine Empfehlung, wenn man mehr Sicherheit haben möchte, weil der Bremsweg sich doch enorm verkürzt. Mein Tipp Nummer 3 ist auch wieder ein Sicherheitsfeature. Und zwar geht es um die Hupe. Die normale Hupe bei der Vespa und auch bei anderen Rollern ist natürlich nicht sehr laut. Das ist so eine kleine Blechhupe. Um da die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen, dass wenn ich mal in einer Gefahrensituation bin und hupe, dass man mich auch hört, ist hier bei meiner Vespa eine Kompressorhupe eingebaut. Ich kann euch mal zeigen, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das anhört. Also das auf jeden Fall für mich ein tolles Feature, um die Sicherheit zu erhöhen. Eine Kompressorhupe einbauen, damit ihr in Gefahrensituationen auch besser gehört werdet. Mein Tipp Nummer 4 ist eine Ölwanne mit Sichtfenster. Eine ganz praktische Sache, denn bei den Vespa GTS Modellen ab Modell HPE ist ja der Öleinfüllstutzen auf der rechten Seite und sehr ungünstig verbaut. Da kommt man ganz schlecht ran, verbrennt sich entweder die Finger oder kriegt den Ölmessstab nicht richtig raus, geschweige denn wieder rein, da wird es dann richtig hakelig. Kann ich jedem nur empfehlen, ab Modell HPE holt euch eine Ölwanne mit Sichtfenster, dann könnt ihr immer den Ölstand ganz einfach kontrollieren, ohne euch die Finger schmutzig zu machen. Sollte man bei einer Vespa auch machen, weil manche verbrauchen nichts, aber manche GTSen verbrauchen schon ein bisschen Öl, gerade die HPE-Modelle. Und deshalb immer den Ölstand im Blick behalten. Eins, was ihr natürlich nicht wollt, ist so eine Vespa trocken fahren, weil dann gibt es einen Motorschaden und dann wird es auch richtig teuer. Also mein Tipp auf jeden Fall, Ölwanne mit Sichtfenster. Die Links zu den Anbauteilen packe ich euch alle unten in die Videobeschreibung rein. Mein Tipp Nummer 5 sind Heizgriffe. Das sind jetzt die, die ich verbaut habe, gleich mit einem Schalter hier am Griff dran. Extrem praktisch, erhöht den Komfort, gerade wenn man bei Temperaturen fährt, im Frühjahr oder auch im Herbst, wenn es ein bisschen kälter wird. Heizgriffe halten die Finger schön warm. Auf jeden Fall meine Empfehlung für kühleres Wetter. Mein nächster Tipp ist dann ein zusätzlicher USB-Anschluss. Den habe ich hier oben montiert. Hat jetzt zwei Anschlüsse, USB-C und Standard-USB. Der normale Anschluss befindet sich ja hier unten im Handschuhfach. Der ist hier. Aber wenn ich jetzt ein Gerät außerhalb des Handschuhfachs laden möchte, dann müsste ich ein Kabel hier durchlegen und könnte dann halt die Klappe verkratzen. Wollte ich jetzt nicht machen, dann würde man das auch verbiegen so ein bisschen. Ich finde es ganz gut, wenn es außen liegt, weil dann kann man von hier Strom nach oben zum Lenker legen. Damit komme ich dann auch gleich zu meinem nächsten Tipp, und zwar meiner Smartphone-Halterung. Das ist hier eine Spiegelhalterung von SP Connect. Passend zu dieser Halterung habe ich dann hier von SP Connect eine Smartphone-Hülle. Gibt es dann für verschiedene Smartphone-Typen. Das ist jetzt hier von iPhone. Und das ist relativ simpel, hält auch gut. Das ist gleich so ein Vibrationsdämpfer hier, der so ein bisschen Erschütterungen dämpft. Und das braucht ihr nur hier raufhalten, rumdrehen und dann ist das Ganze arretiert. Ihr seht, das ist ein bisschen federnd gelagert, damit Vibrationen jetzt nicht die Kamera beschädigen. Ein gewisses Restrisiko gibt es da immer,
Also ich würde jetzt da nicht euer teuerstes Smartphone drauf machen. Ich habe auch immer meistens ein altes, was ich da nehme, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn die Kamera in irgendeiner Form beschädigt wird. Aber das ist eine extrem praktische Sache. Einfach rauf, umdrehen, fertig. Habe ich immer benutzt bei allen meinen Scootern. Noch nie abgefallen, immer gut gehalten. Und wie gesagt, extrem stabil, leicht gedämpft noch das Ganze. Und das Praktische ist jetzt, wenn mein Smartphone hier ist und ich fahre längere Strecken, dadurch, dass ich jetzt mein USB hier außen habe, kann ich mit einem Kabel von hier außen ganz einfach hier oben zum Smartphone und habe dann, ohne jetzt hier unten das Fach zu beschädigen, eine gute Verbindung, kann man die auch hier hinten langlegen. Das ist also so meine Lösung, wie ich dann eine dauerhafte Stromverbindung habe. Wenn ich jetzt hier anmache, dann geht das Ganze nachher auch an und wird geladen. Sehr praktische Sache, SP Connect Halterung mit dem Smartphone Case und durch meinen USB-Anschluss habe ich dann immer die Möglichkeit, während der Fahrt das Smartphone mal zu laden. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Beschreibung mit rein. Mein nächster Tipp für alle, die wie ich auch im Winter fahren, wäre jetzt nicht nur eine Griffheizung zu montieren, sondern ich habe auch eine Sitzheizung verbaut. Die habe ich mir vom Polsterer hier mit einbauen lassen. Hier vorne ist der Schalter dafür. Wenn ich das aufmache, seht ihr hier, ist das Kabel vom Strom, wird dann über die Batterie angeschlossen und ja, dann habe ich die Möglichkeit, in zwei Stufen mir hier meine Sitzbank beheizen zu lassen. Auch eine extrem praktische Sache, kostet natürlich ein bisschen Geld, ihr müsst eure Sitzbank umpolstern lassen oder beziehungsweise mit einer Sitzheizung ausbauen lassen, aber wenn man es hat, im Winter extrem bequem. Und hier habe ich halt da, wo meine ganzen Schalter sind, auch gleich den Schalter dafür und kann in zwei Stufen zusätzlich zu den Heizgriffen auch noch meine Sitzheizung anmachen. Tolle Sache für den Winter. Tipp Nummer 9, ein Topcase für alle, die ihren Helm mal am Fahrzeug lassen wollen und den hier nicht unter die Sitzbank bekommen, weil da passen nur kleine Jethelme rein, ist natürlich ein Topcase ganz praktisch. Ist nicht jedermanns Sache, sieht jetzt nicht super schick aus, aber für Einkäufe oder um mal einen Helm reinzumachen, tolle Sache, extrem praktisch. Oder auch zum Reisen, weil das Ding ist verschlossen, kann keiner ran. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das von Piaggio selber, also von Vespa, was dann passend in Fahrzeugfarbe lackiert ist. Sieht auch ganz schick aus von der Form, passt sich so ein bisschen an diese runden Backen an. Ich habe jetzt eins von Givi dran, da gibt es ganz verschiedene Varianten. Das ist so ein Alu-Topcase, es gibt ja auch diese aus Kunststoff. Hat aber einen großen Vorteil, denn das hier kann ich, wenn ich es nicht drauf haben möchte und nicht benötige, in einer Sekunde abnehmen. Also für alle, die mal was transportieren wollen, das Topcase aber nicht immer drauf haben wollen, ist so eine Drittlösung ganz gut. Von Givi, Shut, was auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten mit solchen Universalplatten, die man daran macht. Und die haben alle den Vorteil, man kann es ganz schnell abmachen. Was man bei dem Vespa Topcase nicht kann, das ist immer fest verbaut. Da müsste man Schrauben lösen, um es abzumachen. Dauert also viel länger. Das wäre also mein Tipp für die, die einen Topcase drauf haben wollen und mal was transportieren wollen oder ihren Helm da reinpacken oder den Einkauf. Mein 10. und letzter Tipp ist jetzt für alle, die auch mal längere Strecken fahren wollen, ein bisschen Windschutz haben wollen. Ich habe jetzt bei mir hier ein großes Windschild dran. Das war ursprünglich mal das ganz hohe. Das ging dann so bis hier. Das habe ich mir gekürzt. Es gibt auch ein mittleres und es gibt dieses Cruiser-Windschild. Alle drei halten so ein bisschen mehr oder weniger den Wind ab. Bei dem hier sehr gut sogar. Ich kann trotz alledem noch über die Scheibe rüberschauen. Die habe ich mir halt, wie gesagt, auf meine Größe gekürzt. Da müsst ihr halt gucken, was für euch wichtig ist, ob ihr eine große Scheibe haben wollt, die wirklich viel Wind abhält oder halt so eine kleine Cruiser, die so ein bisschen von der Brust den Wind abhält. Ich finde die halt sehr praktisch, weil damit bin ich auch schon in den Regen gekommen und die hält wirklich den Regen und das Wetter gut von meinem Körper weg. Hat einen kleinen Nachteil, dadurch, dass die Scheibe am Lenker montiert ist, ist man natürlich dann noch mehr windanfällig. Also da bitte immer Vorsicht. Diese Scheibe kann durchaus bei einer starken Windböe mal den Lenker so ein bisschen zum Ruckeln bringen. Aber ansonsten für mich eine ganz tolle Sache. Ich habe die ganz oft drauf, gerade bei meinen Touren immer. Und freue mich dann auch über den Wind- und Wetterschutz, den so eine Scheibe denn mir bietet. Ein kleiner zusätzlicher Trick vielleicht noch. Alle, die eine GTS haben, werden es sicherlich schon mal erlebt haben. Ihr tankt, seid nicht vorsichtig genug. Und beim Tanken schießt euch irgendwann das Benzin hier raus und natürlich wohin? Ins Helmfach rein. Und da sollte Benzin in der Regel nicht rein. Wenn ihr da irgendwas drin habt, was ein bisschen empfindlich ist, dann ist es äußerst ärgerlich, wenn da jetzt Benzin drin ist. Von daher mache ich immer eins. Ich hebe das Fach an, nehme den Tankdeckel, pack den hier dazwischen, dann wird das Fach hochgehalten, kann dann in Ruhe tanken. Man sollte natürlich trotzdem immer sehr vorsichtig sein, gut dosiert.
Und selbst wenn dann mal was überschwappen sollte oder rauskommen sollte, dann bleibt es hier oben im Bereich, läuft im schlimmsten Fall hier rein und über den Lack. Das sollte man dann sauber machen. Aber das Helmfach bleibt verschont und trocken. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit meinen Tipps, wie ihr eure Vespa GTS optimieren könnt. Wenn ihr selber noch Ideen oder Tipps habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Bin ich sehr gespannt drauf. Alle Links zu den Teilen, die ich verbaut habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.